in Sydney und auch Frühlingsgefühle für den Österreicher Mark Janko in Australien. Der 32-jährige gebürtige Wiener lebt nunmehr seit über 3 Monaten auf dem 5. Kontinent und hat nach 2 schrecklichen Jahren bei Trabzonspor in der Türkei beim Sydney FC eine neue Heimat gefunden. Es ist eine unglaublich hohe Lebensqualität hier, die man hier wirklich antrifft. Die Leute sind multikulturell aufgestellt hier, man lernt viele Kulturen kennen, super Restaurants gibt es hier. Also eine Großstadt mit so einem Strand wie diesen, glaube ich, gibt es nicht oft. Insofern ist das schon ein tolles Lebensgefühl, was man hier genießen kann. So wird Mark Janko von den Fans nach dem 2:0 Heimsieg seiner Mannschaft gegen die Mid-Coast Mariners gefeiert. Mit diesem Tor aus 40 Metern hat er sich bereits in die Herzen der Fans geschossen. And Janko is having a crack at a ball. What a way to open your account. He's a team player. He sets everything up. Like he knows everything about the game. Like he can set up, he can score, he knows where the ball's, he knows everything about it. Boom, boom. He's just what Sydney FC needs to take the title this year. That's it. But yeah. Number one. 21. What do you like about him? He shows Australians how to actually play football. Der fast 2 Meter große Hühne gilt in Sydney als Key Player und ist der Nachfolger des italienischen Superstars Alessandro Del Piero. Bei Trainer Graham Arnold, der jahrelang die australische Nationalmannschaft trainiert hat, ist Janko Fixstarter und holt sich die Spielpraxis als Mittelstürmer, die er auch für die österreichische Nationalmannschaft braucht. Well, look, I think when Mark turned up, because he had a bad experience in Turkey. Als er zu uns aus der Türkei gekommen ist, war er nur zu 50% fit. Dann habe ich mich mit Marcel Koller zusammen telefoniert. Mark, jetzt super fit zu bekommen, hilft natürlich nicht nur den Österreichern, sondern auch uns. Er wird körperlich immer fitter. Hier ist vor allem die Hitze ein Problem. In der europäischen Kälte wird er noch viel mehr laufen können. You know, the conditions here are hotter, so when he goes and plays in cool conditions, he's going to be able to, you know, run even more. Seit 10 Jahren gibt es in Australien eine Profiliga. Fußball ist mittlerweile genauso populär wie der Nationalsport Rugby. Und der Zuschauerschnitt liegt bereits über den Besucherzahlen der Bundesliga in Österreich. Ja, Sport generell ist in Australien hoch angesehen. Also die Australier sind sehr sportaffin, können sich sehr begeistern für Sportarten und leben da auch dementsprechend mit und haben auch dementsprechend großen Respekt und auch hohe Anerkennung für Sportler, die das beruflich ausüben. Insofern bin ich schon in einer glücklichen Lage. Ja. Sydney gilt als eine der schönsten Städte der Welt. Dazu kommt auch noch das sonnige Wetter. Die Strandbesuche nach den Spielen gehören zum fixen Trainingsprogramm des Sydney FC. Beim Baden lässt sich Janko auffallend zurückfallen und das hat eine ganz besondere Bedeutung. Das ist ja wunderschön hier, aber ich habe gesehen, im Wasser waren Sie ein bisschen zögerlich. Woran hat das gelegen? Ja, um ehrlich zu sein, ein bisschen die Angst vor den Haien. Also man ist ja speziell jetzt ich habe Weiße Hai 1 bis 4 gesehen und da ist man natürlich als Kind dementsprechend getriggert. Man hört auch immer wieder von Shark-Attacken auf diverse Leute hier und deswegen habe ich da relativ großen Respekt davor, zu tief ins Wasser zu gehen hier. Was sagen da die Australier dazu? Ja, die lachen mich aus. Haie sind aber nicht das Hauptproblem, sondern die 16.000 Kilometer, also 24 Flugstunden Entfernung zu Wien. So wird der österreichische Nationalspieler zum Globetrotter und Dauerflieger. Eine große Belastung für den Körper, auch wenn man Business Class fliegt. Ich probiere einfach positiv zu bleiben, nicht probieren zu sempern, wie man in Österreich sagen. Und weil ich eben diese Sache, das Nationalteam so sehr will, deswegen nehme ich diese Strapaz auf mich und gebe dann meinem Körper auch gar keinen Raum, um irgendwie sich zu beklagen. Die Europameisterschaftsqualifikation mit der österreichischen Nationalmannschaft und seine ganz enge Beziehung zu Trainer Marcel Koller bleiben auch in Australien bei Mark Janko immer im Gedächtnis. In 43 Spielen hat er bereits 18 Mal für Österreich getroffen. Da sollen in den nächsten Spielen noch einige Tore dazukommen. Marcel Koller hat immer an meiner Person festgehalten, obwohl es nicht immer, sag ich jetzt mal, offensichtlich leicht war, mich zu nominieren. Er hat auch sich teilweise einem großen Risiko ausgesetzt, mich zu nominieren, weil es doch Momente in den letzten 2, 3 Jahren gab, wo es nicht immer, sag ich jetzt mal, offensichtlich war, dass man mich nominieren muss. Aber er hat an meine Stärken immer geglaubt, hat an, an,
an mich immer geglaubt und ich habe es ihm Gott sei Dank in den meisten Fällen auch immer am Platz zurückzahlen können. Wenn es nach hinten losgegangen wäre, dann hätte er sich sehr angreifbar gemacht für seine Kritiker und deswegen bin ich ihm ungemein dankbar, dass er da so viel Vertrauen in meine Person gesetzt hat. Australien tut Mark Janko offensichtlich gut. Mit dem idealen Trainingsumfeld in Sydney kann er für die österreichische Mannschaft auch in Zukunft eine Verstärkung sein und hoffentlich noch viele entscheidende Tore, so wie das gegen Moldawien schießen.